Zur Bestimmung des spezifischen Widerstands eines Metalls wird an ein 42 cm langes und 0,7 mm dickes Stück eine Spannung von 0,6 Volt angelegt. Durch den Draht fließt dabei ein Strom von 0,5 Ampere. Frage: Wie groß ist sein spezifischer Widerstand? Hier ein Modell der Situation und hier die Angaben. Die Länge L beträgt 42 cm, das heißt 0,42 Meter. Der Durchmesser D beträgt 0,7 mm, also 0,0007 Meter. Die Spannung U beträgt 0,6 Volt und die Stromstärke I beträgt 0,5 Ampere. Gefragt wird der spezifische Widerstand Rho von dem Material, spezifischen Widerstand, den wir in Ohmmeter ausdrücken. Suchen wir zuerst den Querschnitt Groß A. Der wird berechnet durch den Kreisflächeninhalt Pi r Quadrat und der Radius r, das ist die Hälfte vom Durchmesser d. Somit berechnen wir für Groß A Pi mal 0,0007 halbe im Quadrat. Das heißt ungefähr 3,85 mal 10 hoch minus 7 Quadratmeter. Jetzt wenden wir die Formel von Puget an und aus dieser Formel schließen wir, dass Rho gleich ist zu R mal A geteilt durch L. Aber den Widerstand Groß R kennen wir nicht, den werden wir also bestimmen durch das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I, aus dem wir schließen, dass R U geteilt durch I ist. Also können wir hier R durch U geteilt durch I ersetzen und finden somit für Rho U mal A geteilt durch I mal L. Wir ersetzen U durch 0,6, A durch 3,85 mal 10 hoch minus 7, I durch 0,5 und L durch 0,42. Und somit erhalten wir ungefähr 1,1 mal 10 hoch minus 6. Der gesuchte spezifische Widerstand Rho beträgt also ungefähr 1,1 mal 10 hoch minus 6 Ohmmeter.